Sagen aus Wien. Der Handwerksbursch und der Teufel im Krapfenweigel. Ein Handwerksbursch war während der Faschingszeit schon länger auf Suche nach einer Arbeitsstelle und stieg eines Tages die damalige Kahlenberger Straße hinauf zur Höhe, von wo er einen prachtvollen Ausblick auf die Weinhänge, die Wälder und das Donautal hatte. Von der Wanderung hungrig geworden, hielt der Bursch auf das nächste Wirtshaus zu, trat aber nicht in die Gaststube ein, sondern gleich in die Küche. Dort roch es verlockend nach frisch gebackenen Krapfen, die mit Zucker bestäubt in langen Reihen auf einem Brett lagen. Der Geselle ging auf die stattliche ältere Frau zu, die er für die Wirtin hielt, und sagte: »Frau Wirtin, ich bin ein Handwerksbursch, der heute noch nicht einen Bissen gegessen hat. Darf ich mir einen von den herrlich duftenden Krapfen nehmen?« »Ei, freilich«, meinte die Frau, »sie stehen ja für meine Gäste bereit. Nur bezahlen musst du ihn.« »Bezahlen, das kann ich nicht, ich habe keinen Groschen bei mir.« »Na, dann schau nur, dass du schnellstens wieder zur Tür hinausfindest, durch die du ohne Erlaubnis eingetreten bist. Solche Landstreicher wie du fehlen mir gerade noch. Wenn du mit einer Schnitte Brot zufrieden bist, sollst du eine haben.« Dankend steckte er das großzügig bemessene, frische Scherzel zu sich, verließ die Küche, bog nach etlichen Schritten in den Wald ein, setzte sich auf einen Baumstumpf und aß sein Brot. Da sah er plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, ein Männchen neben sich. Es war etwas seltsam gekleidet, mit einem roten Mäntelchen, einem kecken Hütlein und einer Feder darauf. Und vor dem Männchen stand eine große Schüssel mit wohlduftenden, gezuckerten Krapfen. »Da, nimm dir und iss nach Herzenslust.« Der hungrige Bursche tat, wie ihm geheißen. Dann sagte er zu dem Männlein: »Gelt, du bist der Teufel.« »Ja, der bin ich.« Da fragte der Bursch nachdenklich: »Woher hast du die Krapfen?« »Die habe ich der Wirtin weggezaubert.« Als der Junge ihn verwundert anblickte, meinte der Teufel: »Ja, das ist ein Kinderspiel für mich. Ich kann noch mehr tun, auch für dich, wenn du mir deine Seele zusprichst. Soll ich dir ein Höllenkunststück vorführen?« Da dachte der Bursche angestrengt nach, wie er den Teufel wieder loswerden könnte, der anscheinend schon seine Krallen nach ihm ausstreckte. Er antwortete: »Verwandle dich einmal in etwas Großes und dann in etwas Kleines.« »Gut, wird gemacht.« Im nächsten Augenblick stand ein wild aussehender Riese vor ihm. »Das war großartig«, meinte der spitzbindige Geselle und hob eine Eiche auf, die gerade vor ihm auf dem Waldbogen lag. »Kannst du dich auch so klein machen wie die Eichel?« »Freilich.« Und schon wurde der Teufel immer kleiner und kleiner, bis eine Eichel vor ihm lag. Nun setzte der Wandersbursch hurtig seinen derben Schuh darauf und fragte den Satan, ob er noch immer nach seiner Seele verlange oder schleunigst von ihm weichen wolle. Der Teufel sah sich gezwungen, in alles einzuwilligen, um wieder freizukommen, und versprach, ihn in Ruhe zu lassen. Da warf der Bursche die Eichel mit aller Kraft weit in die Luft hinauf, so dass er sie gar nicht mehr zur Erde fallen sah. Auch dem Teufel begegnete er nie wieder. Frohgemut erzählte er allen, mit denen er zusammentraf,
welch schlauer Kerl er sei und dass er den Teufel überlistet habe, der ihm eine Schüssel mit Krapfen geschenkt hatte, als er hungrig im Walde rastete. Diese Geschichte vom Teufel und seinen Krapfen sprach sich in Kürze herum, und bald hieß das Wäldchen beim Wirtshaus Krapfenweidl.